irgendwie von so vielen Leuten, so gerade auf Social Media und YouTube und so weiter gehört, wie die sagen, boah, 2019, das wird mein Jahr. Ich habe so viele Projekte in Planung und ich bin mega motiviert, in 2019 richtig durchzustarten. Ja, soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Mir ging es irgendwie gar nicht so. Ich bin super unmotiviert in 2019 gestartet. Ich hatte nicht so richtig ein Ziel vor Augen. Ich wusste nicht, was 2019 wohl bringen wird. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt so langsam wieder die Kurve gekriegt und bin mittlerweile wieder sehr motiviert, was das Jahr 2019 angeht und generell so mein Leben. Das hat mich halt auf die Idee für dieses Video gebracht. Ich möchte euch heute 11 Tipps vorstellen, wie ihr euch selbst motiviert jeden Tag und wie ihr aus so einem Tief einfach wieder rauskommt. Vielleicht kennt ihr das ja auch, vielleicht fühlt ihr euch sogar gerade eben jetzt so und habt deswegen dieses Video angeklickt. Und ich hoffe, euch können meine 11 Tipps jetzt etwas weiterhelfen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Tipp Nummer 1 ist positiv denken. Und das hört sich irgendwie so klischeehaft an, aber es ist wirklich so das A und O vom motiviert sein. Wenn du schon morgens aufstehst und denkst so, kein Bock auf gar nichts, dann ist man einfach direkt demotiviert. Und deswegen sollte man sich selbst zu zwingen, positiv zu denken. Ob es jetzt irgendwie nur so eine kleine Sache am Tag ist, worauf man sich vielleicht freut, sei es jetzt, ja, heute Mittag koche ich mir was Tolles zu essen oder abends Netflix gucken. Die ersten Gedanken nach dem Aufstehen sollten immer direkt positiv sein, damit ihr auch positiv gelaunt in den Tag startet. Und nur dann kann man sich auch für viele Dinge motivieren. Tipp Nummer 2 ist wichtig und wirklich einer meiner liebsten Tipps, und zwar eine To-Do-Liste am Abend vorher anfertigen. Es gibt nichts, und ich schwöre euch, es gibt wirklich nichts, was mich mehr motiviert und auch produktiver sein lässt als eine To-Do-Liste, die ich mir schon vorher am Abend zurechtgelegt habe bzw. aufgeschrieben habe. Und dann kann man einfach direkt morgens mit den ersten Dingen starten. Man kann sich das auch in Prioritäten unterteilen. Man muss nicht unbedingt jeden einzelnen Punkt auf der To-Do-Liste abarbeiten. Was ich zum Beispiel immer mache, ist bei den ganz wichtigen Dingen, da mache ich mir immer so ein Emoji dahinter einfach. Ich schreibe meine To-Do-Liste häufig in mein Handy, damit ich die einfach immer dabei habe. Und dann mache ich auf jeden Fall erst einmal die Sachen, die ganz wichtig sind. Und wenn ich dann noch zusätzliche To-Dos schaffe, freue ich mich noch umso mehr, aber das ist dann halt kein Muss. Und ich schwöre euch, es gibt nichts, was mich mehr motiviert, als ein kleines Häkchen an eine erledigte Aufgabe auf der To-Do-Liste zu setzen. Mein dritter Tipp ist, sich jeden Morgen herzurichten. Für mich persönlich ist das ganz wichtig. Ihr wisst ja, ich arbeite von zu Hause aus, ich bin selbstständig und ich muss nicht dringend vor die Tür gehen. Und da fällt man halt ganz schnell in so eine Gewohnheit, dass man einfach den ganzen Tag im Schlafanzug bleibt. Und hey, es gibt wirklich Tage, da bleibe ich auch den ganzen Tag im Schlafanzug, fühle mich dann aber auch irgendwie scheiße. Richtet euch so her, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr euch motiviert fühlt und selbstbewusst fühlt. Und genau das ist wirklich das, was einen dann auch den ganzen Tag über motiviert. Wenn man einfach weiß, so ja, ich fühle mich gerade echt wohl. Und das ist etwas, was sehr motiviert, auch einfach den ganzen Tag am Ball zu bleiben und auch produktiv zu sein. Tipp Nummer 4 ist, raus an die frische Luft zu gehen, Sport zu machen und natürlich auch gesunde Ernährung. Ich habe das jetzt einfach mal alles so zusammengepackt, weil das ja so ein 0815-Tipp ist, sage ich einfach mal, aber der wirklich wichtig ist. Zum Beispiel, ich bin heute Morgen direkt nach dem Aufstehen ins Fitnessstudio gegangen und ich sag euch, allein deswegen fühle ich mich den ganzen Tag schon super motiviert, weil ich mir nämlich so denke, so boah, du hast heute echt den Arsch hochgekriegt und warst im Fitnessstudio. Das gleiche Prinzip trifft natürlich auch auf die gesunde Ernährung zu. Wenn ich einfach direkt morgens starte mit einem gesunden Frühstück, dann fühle ich mich den ganzen Tag über besser, anstatt wenn ich jetzt morgens ein Schokobrötchen oder so esse. Mache ich auch, ihr wisst es ja, ihr kennt meine Vlogs, ich bin auch nicht perfekt. Aber trotzdem ist es einfach ein motivierendes Gefühl, wenn ich weiß, Mensch, heute habe ich auch gesund gegessen und jetzt möchte ich auch weiterhin gesund essen, also zum Mittagessen, zum Abendessen. Und das motiviert einfach. Probiert's mal aus. Tipp Nummer 5 ist aufräumen und ausmisten. Ich denke mal, aufräumen ist klar, wenn das Umfeld um einen drumherum total unordentlich ist und chaotisch, dann fühlt man sich selbst auch irgendwie schlecht und unwohl. Also räumt regelmäßig auf, dann fühlt ihr euch geordneter und als ob ihr einfach euer Leben unter Kontrolle hättet. Ja, und wenn ihr dann aufgeräumt habt, dann ist der nächste Schritt, der euch sehr motivieren wird,
ausmisten. Ich finde, es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn man so richtig mal ausgemistet hat. Sei es jetzt die Klamotten im Kleiderschrank oder irgendwie Küchenschränke oder Dachboden oder was weiß ich. Wenn man einfach weiß, dass man irgendeine Aufgabe erledigt, die man schon lange vor sich herschiebt, dann motiviert das einfach weiterzumachen und das kann ich euch nur ans Herz legen. Tipp Nummer 6 ist irgendwie so ein typischer Kati-Tipp und zwar neu dekorieren bzw. Zimmer umstellen oder sich so eine kleine Arbeitsecke einrichten. Ihr wisst ja, ich liebe es zu dekorieren und das mache ich natürlich einerseits, weil ich Spaß daran habe, andererseits aber auch, weil mich ein neu dekoriertes Zimmer oder wenn ich irgendwie ein Zimmer umgestaltet habe, dann motiviert mich das tatsächlich. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel nicht so unbedingt die Möglichkeit habt, irgendwie neue Deko hinzustellen, dann ist es auf jeden Fall auch sehr motivierend, gerade was so Schule, Uni und Arbeit und so weiter angeht, wenn man sich einen schönen Arbeitsplatz wenigstens einrichtet im eigenen Raum. Das kann irgendwie ein neuer Schreibtisch sein oder man räumt einfach mal den Schreibtisch um. Man kauft sich oder man bastelt sich einen neuen Planer, wo man einfach jeden Tag seine To-Do-Listen reinschreiben kann. Und allein, wenn man einfach weiß, oh, ich habe mir jetzt so eine schöne Arbeitsecke eingerichtet, dann ist man natürlich auch motivierter, sich da auch hinzusetzen und wirklich was zu tun. Ich habe ja Anfang 2018 auch schon ein Motivationsvideo gedreht. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann kann ich euch das gerne mal hier oben in der Infokarte verlinken. Da geht es einfach um Gewohnheiten, die man sich aneignen sollte, damit einfach, ja, man besser seine Ziele erreicht, motivierter ist und alles, was dazugehört. In dem Video habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass es super wichtig ist, sich spezifische Ziele zu setzen. Also nicht zum Beispiel einfach nur so, ja, ich will mal irgendwie ein bisschen mehr abnehmen. Das ist einfach kein Ziel, was man erreichen kann. Ich will abnehmen. Ja, was heißt denn abnehmen? 2 Gramm? Okay, ich habe abgenommen. Yay, Ziel erreicht. Eben nicht. Ihr müsst euch spezifische Ziele setzen. Zum Beispiel, ich möchte bis Ende 2019 5 Kilo abgenommen haben. Schreibt euch einfach mal eure Ziele, die ihr habt, auf Papier auf, damit ihr die auch mal visualisiert. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der diesen Tipp von dem Tipp in dem letzten Video unterscheidet. Und zwar, fokussiert euch erst einmal nur auf ein Ziel und arbeitet wirklich ein Ziel nach dem anderen ab. Das ist auch so etwas, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt. Ich habe mich auch hingesetzt und habe überlegt, so hey, was möchte ich jetzt eigentlich 2019 alles machen? Wo möchte ich hin mit meinem Kanal, mit mir selbst, beruflich, persönlich, was auch immer? Und habe mir halt viele verschiedene Dinge aufgeschrieben und war dann aber, um ehrlich zu sein, so ein bisschen überfordert erst, weil ich mir dachte so, wo soll ich denn da anfangen? Wie soll ich das denn alles schaffen? Und dann ist mir einfach nochmal so bewusst geworden, okay, du musst dir wirklich eine Sache erst einmal rauspicken und bei der fängst du an. Tipp Nummer 8 ist auch etwas, wo ich immer noch an mir selbst arbeiten muss und wo ich immer noch Probleme habe. Und zwar, es muss nicht alles perfekt sein. Als Beispiel, jetzt hier kurz bevor ich dieses Video angefangen habe zu drehen, habe ich hier meine Lichter aufgebaut, meine Kerzen im Hintergrund angezündet, meine Haare gemacht und. Und ich dachte mir so, oh, was kannst du noch alles machen, damit das Video so möglichst perfekt aussieht und schön ist. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, was noch richtig schön wäre, wenn eine Lampe von unten mich anstrahlt, weil dann mein Gesicht etwas schöner ausgeleuchtet ist. Dann bin ich doch tatsächlich jetzt wie so eine Bekloppte durchs Haus gerannt, um noch irgendeine Lampe zu finden. Das hat mich dann irgendwie wieder demotiviert und ich habe schon überlegt, so, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, das Video zu drehen. Und dann habe ich wirklich nochmal ganz kurz Luft geholt und mir gedacht, so, weißt du, was ist doch bescheuert? Das sieht ja jetzt hier nicht kacke aus oder so. Und das ist halt so dieser Perfektionismus, wo ich mir dann selbst im Weg stehe, wo ich mich dann selber demotiviere. Und das versuche ich wirklich zu ändern. Einfach mal Dinge tun. Einfach mal machen. Es muss nicht perfekt sein. Einfach mal anfangen. Tipp Nummer 9 habe ich erst vor kurzem für mich selbst entdeckt. Und zwar sich von anderen erfolgreichen Leuten inspirieren lassen. Und ich höre zum Beispiel im Moment sehr häufig Podcasts von verschiedenen Leuten, ob es jetzt irgendwelche Businessfrauen sind oder einfach nur andere YouTuber oder keine Ahnung was. Wenn ich einfach so höre, wie die ihren Tag gestalten oder was sie erreicht haben, dann motiviert mich das teilweise. Es gibt auch so Podcasts, da sind so Tipps, wie man erfolgreich wird und. Höre ich mir auch gerne an, weil es einfach motiviert. Tipp Nummer 10 ist so eine Sache. Es klappt bei mir
Aber ganz ehrlich, wir sind ja alle unterschiedlich. Es kann auch gut sein, dass einige von euch denken so, was? Und zwar ist es, sich äußerlich zu verändern. Ihr seht ja, ich habe ja zum Beispiel jetzt gerade wieder lange Haare. Und ich muss sagen, es motiviert mich, generell irgendwie zum Friseur zu gehen. Oder ja, einfach sich mal was Gutes zu tun. Sei es irgendwie, sich ein neues Outfit zu besorgen. Das ist ja auch eine äußerliche Veränderung. Neues Make-up auszuprobieren, eine neue Frisur oder die Haare färben oder was auch immer. Irgendetwas, was einem selbst wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gibt, wo man sich einfach gut fühlt. Und wenn man sich gut fühlt, ist man auch motivierter, so seine Dinge zu erledigen. Und der letzte Tipp, Nummer 11. ist, sich eine Belohnung zu überlegen oder vielleicht auch mehrere Belohnungen. Man kann sich zum Beispiel überlegen, okay, wenn ich heute meine 5 To-Dos von meiner To-Do-Liste geschafft habe, dann gönne ich mir einen Serienabend oder ich gönne mir eine geile Pizza, die ich mir liefern lasse oder was kann man noch machen? Ich gönne mir dann am nächsten Tag einen Shopping-Trip oder was weiß ich. Ihr müsst euch einfach überlegen, okay, was finde ich richtig toll? Was würde mich persönlich motivieren, irgendwas zu tun, damit ich dann diese Belohnung mir selbst gönne? Und ja, das klappt eigentlich auch immer. Das mache ich eigentlich fast jeden Tag. So, ich habe euch jetzt wahrscheinlich einen Schnitzel ans Ohr gelabert, aber ich hoffe, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen konntet. Ihr könnt ja mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Tipps habt, wie motiviert ihr euch jeden Tag? Vielleicht sind dann noch irgendwelche anderen coolen Sachen dabei. Und mich persönlich würde auch interessieren, welchen Tipp ihr jetzt von den 11 am besten fandet, also welchen ihr gerne umsetzen möchtet. Das ist natürlich ein super Feedback dann an mich selbst. Und wenn euch das Video geholfen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ne? Ja, Daumen hoch und abonniert auch meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video, hoffentlich. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!